Grüßt euch. Wir möchten heute Living Room, Coming Home, Begrüßungslicht bei einem BMW E46 einbauen. Ganz einfach, wir brauchen kein Steuergerät, wir brauchen keinen komplizierten Schaltplan, den kein Arsch versteht. Was wir brauchen, ist ein Stück Kabel. Und das Geile ist, das ist jetzt ein BMW, über Nebel werden wir das machen. Wie ich das mache, zeige ich euch, das geht ganz schnell. Das könnt ihr bei allen Autos machen, ne? Allen Autos, egal was für Autos, egal welche Lichter ihr machen wollt, Standlicht, Fernlicht, sogar Xenon könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Wir nehmen aber nur die Nebel und wie ich das mache, Stück Draht, Kabel, mehr brauchen wir nicht, 0 Euro, paar Minuten Arbeit und ich zeige euch, wie das geht jetzt. Vor dem Einbau. Es geht gar nichts. Und was wir möchten, ist folgendes, wenn wir den Wagen aufmachen, dass die Nebelleuchten angehen. Ne? Das wollen wir machen und ich zeige euch jetzt wie. Was wir jetzt eigentlich machen, von hier den Schalter abbauen, Nebelscheinwerfer versuchen und danach von hier unten Fußraumbeleuchtung werden wir den auch abbauen. Das heißt, unten alles abbauen, Schalter kurz abbauen, Nebelschalter suchen und danach einfach nur noch verbinden. So, wenn das jetzt bei E46 jetzt macht, die Leiste muss einmal ab. Ach ja. Die Leiste muss einmal ab, zwei Schrauben. Dann muss das hier einmal ab, zwei Schrauben hier oben, zwei Schrauben hier unten. Dann habt ihr eigentlich, was ihr erstmal braucht. Okay, mal eben schnell. Jetzt haben wir das alles, was wir brauchen. Nebelscheinwerfer ist hier Pin 28, steht immer auch die Pinne. Ne? Pin 28, dann von unten Fußraumbeleuchtung, haben wir quasi nur das Plus genommen, nicht Masse. Weil Masse hat das Auto ja sowieso. Das heißt, wir können direkt Plus Plus überbrücken, fertig. Ne? Und dann, das war's schon, nur ein Schalter. Also ein Kabel rein, das war's. Mehr braucht ihr nicht machen. Jetzt bauen wir den zusammen eben. Oder warte mal, brauchen wir gar nicht zusammenbauen, ne? Ne, dann machen wir nicht. Warte, dann zeigen wir mal direkt. Also Sache mit Messen vielleicht 5 Minuten. So. Davor weiß ja nichts. Und jetzt machen wir den auf. Und jetzt haben wir Living Home, Coming Home, Begrüßungslicht. So einfach, ein Kabel. Ne? Und das Geile ist, es bleibt an. Bisschen. Dann warten wir mal ein bisschen. Ne? Ja, bleibt aber echt lange. Ojo, sollen wir noch einen Kaffee trinken? Ha, und wenn wir den jetzt zumachen, achtet. Geht an, ja. Das ist ja geil. Wie findest du das immer? Bombe. Ja, ne? Für nichts. Du hast auch ein BMW, ne, Ömer? Ja, den fahren wir gleich mal auch rein. Den fahren wir mal gleich rein und machen das Gleiche. Ja, wie gesagt, ich find's geil. Ne? Ich find's geil, man kann auch ein Relais reinschalten oder einen Widerstand reinschalten, damit, wenn man die Tür aufmacht. Ne? Jetzt haben wir natürlich ein folgendes Problem, wenn wir die Tür aufmachen, haben wir immer Nebel an. Oder das Innenlicht anmachen, haben wir Nebel an. Aber, das ist egal, aber man kann natürlich einen Widerstand einbauen und dann hat man das nicht. Viel Spaß beim Nachmachen.